So, und hier sind wir wieder. So, die Bretter hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Folge noch genommen, was wir lagen. Wir dünnen jetzt noch kurz die anderen Schränke, sofern was drin ist. Okay. So, dann können wir mal testen, ob die Keycard auch funktioniert. Beziehungsweise, warte mal. Machen wir gar nicht. Hier rüber. Jetzt müssen wir da wieder runter. Also einfach nur wieder zurück. Aha, hätten wir eh nicht durch können. Das war retardiert. Munition, jawohl! Das heißt, ich kann vielleicht demnächst dann irgendwann mal umswitchen. Auf die Pistole. Zeitung aufgehoben. Jetzt kommen wir die irgendwann mal anziehen. Da war das MG. Die hat auch noch mal Munition. Sehr nice. Gut. Hier rein. Das Safe House ist mein Werk. Vor langer Zeit habe ich mich ein paar Amateuren angeschlossen, die sich Hallo. Farben von Wien nennen. Wir haben Orte wie diesen befestigt, denn wir wussten, was kommt. So, ich lasse jetzt einfach mal mit Absicht die Tür offen, falls ihr euch gewundert habt. Ja, Munition. Oh. Ja, das hat euch ge. Die Hilfekasten. Ja! Hier hin. Alter! Leck mich am Arsch! Entschuldigung. Ich sehe nur, ich drehe mich so um. Wow, da hängt was! Heide Sapp, ich weiß, warum ich solche Spiele nicht mag. Mein armes Herz. Ganz blödes Gefühl. Ja, dann gucken wir mal hier weiter. Ah, ich habe eine Schussfrequenzaufwertung. Okay, ich schieße zwar nicht, aber ich habe eine Schussfrequenzaufwertung. Gut. Kann mir recht sein. Ist das auch hin? Schokolade. Na gut, dann. Ach Mann, warum ist das hier überall so dunkel? Mach doch einer das Licht an, bitte. Karte muss ich hier. Ah, Gott sei Dank. Mein Herz, mein armes Herz. Fahre ich jetzt in der Bahn oder was? Das wäre ja lustig. Hat die Pest vorhergesagt und den großen Brand von London, der sie beendete. Er kannte Pestopfer zu Lebzeiten und suchte sogar nach einem Heilmittel namens Panacee. Aber das ist ein Mythos. Du siehst so gut wie ich, dass nichts dagegen hilft. So, was passt nicht drin? Nein. Alles klar. Okay, haben wir hier im Schrank noch irgendwas? Mann! Wie reinkriechen? Da bin ich gerade in mir rausgekommen.
öffne die Tür mit dem Pad. Ich öffne sie dir von hier. Ich erledige das. Ich habe das zu deiner Sicherheit verriegelt. Das ist aber nett von dir. Okay, dann kannst du kommen und gehen. Oh, da unten sind wieder Freunde von uns. Ja, keine guten Freunde, aber Freunde. Ja, ich dachte, da hängt vielleicht noch irgendwo was zum Trinken drin. Frag ich nicht. Scanne jeden CCTV-Verteiler, den du finden kannst, damit ich ihn hacken und die Kameras wieder aktivieren kann. Na gut. Wenn sonst nichts ist, machen wir das gern. Na gut, dann lauf ich da halt mal rüber. Halt die Klappe da vorne! Jetzt denn? Ah, das ist eine Art Mische, okay. Hey, hey, sicher, dass du für die blutgierige Meute bereit bist? Es geht um dein Leben. Ich bin mir nicht sicher, ich bin mir hier bei dem Spiel bei gar nichts sicher. Ach du Scheiße! Nein! Du wurdest infiziert! Naja, 29 Minuten habe ich überlebt. Ey, aber jetzt bitte nicht von vorne anfangen, oder? Also wir sind jetzt ein neuer Überlebender und ich hoffe mal, dass wir jetzt nicht von vorne anfangen müssen. Oh, für meine Frau. Hier spricht der Prepper. Gib Gas. Die Kameras am Supermarkt müssen immer noch aktiviert werden. Zeit, dich bezahlt zu machen. Okay, Taschenlampe habe ich. Sieht so aus, als ob ich die Keycard auch hätte. Dann gehen wir mal hier durch. Okay, wo bin ich denn hier? Safehouse. Ja, hallo? Okay, ich komme da wohl nicht rein, aber das ist Mine. Ja, toll. Sei vorsichtig mit den Dingern. Damit kannst du Minen fallen legen. Aber jag dich nicht hoch. Bei meinem Glück jag ich mich wirklich selber wieder hoch.
Wollen wir den Scanner? Hab ich da auch wieder, oder? Ja klar. Sehr schön. Okay. Ah, cool. Hier kann man leveln. Sehr nice. Was heißt leveln? Also die Dinger dann aktivieren. So. Wo muss ich jetzt hin? Verdammt, ich habe mir den Weg nicht gemerkt. Ne, okay, also eliminiert die Zombies hinweg, das ist schon mal gut. Und durch das, dass ich die Keycard. Und durch das, dass ich die Keycard habe, komme ich wenigstens jetzt auch durch die verschlossenen Türen durch. Okay, da war ich hier. Oh mein Gott, meine Orientierung ohne Scheiß ist schon Arsch. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich bin hier reingegangen. Wie viel Schuss habe ich denn eigentlich? 6 Schuss. Okay, das ist doof. Das ist doof. Flugschloss, ich wollte eigentlich plündern. Komm, was soll's? Gehen wir hier wieder raus. Yeah. Kann ich vorhin irgendwas für uns? Ja, oder? Geht nicht weiter runter? Andere Charakter mitgenommen. Puh, dann wird es richtig übel, würde ich sagen. Sind wir nämlich wieder hier oben. Eieieiei. Das kann ja jetzt heiter werden. Ja komm, jetzt können wir überspringen, das hatten wir ja vorhin schon. Da kommt ja nichts Aufregendes mehr. Verdammt, hier gibt's nichts mehr. Okay.
Okay. Hey, hey, sicher, dass du für die blutgierige Meute bereit bist? Es geht um dein Leben. Okay. Kann ich sie wieder aufheben? Nein, kann ich nicht. Verdammt. Okay, okay, warte mal. Den snacken wir noch kurz. Die Richtung muss ich. Kann ich irgendwie oben drüber? Nee, ich nicht da außen rum. Du bist übrigens gerade an einem Verteilerkasten vorbeigekommen. Falls du noch keinen gesehen hast. Hä? Nee? Na dann. Ich will nicht. Bleib weg. Jetzt brauche ich auch noch C4. Das ist sie. Leuchtraketen. Na, die könnten nützlich sein. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe. Okay. Grünes Licht verwirrt die Dummköpfe. Ich bin auch verwirrt. Nein, ich will nicht hochstellen. Okay, ich denke mal, soweit so gut.
dann werde ich hier mal ein kleines Päuschen einlegen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder rein, wenn ihr wissen wollt, wie ich mich anstelle. Bis dann und tschüss.